Jo, halt zurück zu Stellar Blade. Also, ich bin jetzt hier ganz schön rumgelaufen, auch ganz komplett ausgelutscht hier, aber es gibt natürlich die Mission. Wo ist sie denn? Mission Neustart heißt die. Ne? Und da soll man den Sentinel hier, der uns helfen kann, den, die Stromversorgung zu resetten, hier in der Wüste finden. Und da unten ist er. Ich weiß noch nicht, ob wir dem Supi helfen können. Weil wir nämlich komplett durchgelutscht, ausgelutscht sind. Moin Meister. Engel. Ja. Alles okay? Du brauchst Hilfe. Du hast ganz schön was abbekommen. Schon gut, das ist nicht wichtig. Ich möchte dich um einen Gefallen bitten. Erzähl mir mehr. Der Hauptmann hielt die Sandstürme in der großen Wüste für eine Anomalie. Deshalb sollten unsere Soldaten sie untersuchen. Das Ödland Sonderkommando wurde mit der Mission beauftragt. Als wir die Überbleibsel der Kolonie und die Archive in den Ruinen durchsuchten, fanden wir heraus, dass das Terraforming-System defekt war und das gesamte Gebiet in eine Wüste verwandelt hat. Richtung Süden gibt es einen Turm. Wegen des Sandsturms kann man ihn von hier nicht sehen. Mit den Wartungsdrohnen wollten wir den Solarturm neu starten, um das System wieder mit Energie zu versorgen. Aber... Hey, du musst erst mal versorgt werden. Ja, aber die Drohnen sind im Eimer irgendwie. Schon okay. Wir hatten 4 Drohnen und kämpften uns zum Kontrollraum des Turms vor. Es war so dumm von mir, dort nicht mit einem Nativer zu rechnen. So viele meiner Leute wurden getötet. Okay, den haben wir ja schon gechillt. Ich habe nur knapp überlebt. Engel, würdest du bitte? Die Drohnen, die wir bereits hatten, liegen bestimmt noch in der Nähe des Turms. Aktiviere alle Drohnen und bring den Turm wieder zurück. Ja, aber die sind alle irgendwie, haben die eine Meise. Wenn du das schaffst, tust du uns einen Riesengefallen. Und meine Leute sind nicht umsonst gestorben. Okay, ich kümmere mich drum. Und du behandelst bitte deine Wunden. Danke. Okay. So, die Drohnen, ein paar habe ich gefunden, aber die sind alle komplett im Eimer. Also vielleicht kann man die resetten jetzt, nachdem man das weiß. Okay, ich darf mich aber nicht kriegen lassen, weil ich habe gar nichts. So, gehen wir mal rum. Also eine hing doch da am... Ja, 2 habe ich eigentlich, glaube ich, nur gefunden, oder 3. Die eine war komplett irgendwie im Eimer. Aber egal, wenn wir jetzt vielleicht einen Code oder sowas haben, ich weiß es nicht. Mal gucken. Und gescannt hatte ich auch nicht, also von daher können die da schon irgendwo rumflattern. Ich will jetzt nur nicht von den Typen hier gechillt werden, das wäre echt ein bisschen ätzend. So, weil eine hängt ja direkt hier am, da am Auto dran, da hinten. Aber die kriegen wir von hier nicht, wir müssen erst noch einen Bus oben rauf. Ah, jetzt sind die grün, sehr cool. Das heißt, man kann mit denen was machen. Okay, sehr nice. Digga, nicht so aufgeregt. So, jetzt aber. So, das ist Drohne Nummer 1. Aktivieren. Starten. Einrichtung mit Wartungsbedarf registriert. Breche unmittelbar auf. So, das war die erste. Wo hatte ich noch eine gesehen? In unmittelbarer Nähe war das jetzt nicht. So, 1 von 4, okay. Die andere war ja da hinten irgendwo.
Und hat da irgendwelche Autos repariert. Da oben, ne? Mhm. Ja, quatschen. Hast du Zeit? Digi. Hallo? Dienstzone initialisiert. Erledigt. Dienstlink erstellt. Nahegelegene Einrichtung nun betriebsfähig. Vier Drohnen hatte er. Werden die Map technisch angezeigt, das wäre natürlich cool. Da, okay. Sorry. Dienst Drohne aktiviert. Einrichtung bestätigt. Breche jetzt auf. Oben. Da oben ist sie. Okay, wie kommen wir an sie ran? Dienstdrohne aktiviert. In der Nähe wurde eine Einrichtung mit Wartungsbedarf entdeckt. Beginne Wartungsarbeiten. Boah, alles voll. Mhm. Fühl mich aber gar nicht so. Der Sentinel. Ja. Wohl einer von Mews Leuten. Mögen deine Erinnerungen fortbestehen. Für immer. So, dann mal zurück.
So, das heißt, die fliegen jetzt hier irgendwie rum, oder? Ja, gut. Alle Systeme laufen. Solarturmstatus normal. Deutschland cool. Erfolgreich. Das ist natürlich nice. Ich dachte, wir müssen jetzt noch tierisch rumhüpfen. Großartig. Das war's. Die Lager haben wieder Strom. Sie sollten also wieder wie vorgesehen funktionieren. Junge. Die Mission ist abgeschlossen, Mew. Kaputt. Hey, Mew? Vielleicht ist er jetzt bei ihm. Bei seinen Kameraden. Jetzt, wo der Sturm abgeklungen ist, konnte Mew wohl in Frieden gehen. Mögen deine Erinnerungen fortbestehen. Für immer. Okay, aber, warte mal kurz. Was hätten wir denn dann vor? Lass mal hier rauf gehen, weil wir sind ja komplett ausgelutscht. Das wäre natürlich ganz nice. Da mal eben uns auftanken. Sehr schön. So, dann vielleicht auch mal gucken, was wir hier so mittlerweile machen können. Haben ein paar Sachen gesammelt. Meinetwegen. Nein. Wiederherstellung, Ist dann doch ganz nice, dass wir hier schon mal waren und auch die Sachen gefunden haben. Das Lager. So, lass mal kurz eben Mission hier markieren. Das hatten wir für eine große Wüste. Also ich würde gerne... Dega, haben wir. Müssen wir zurück. In der Oase.
Ciao. Grape. Mhm. So, mal eben gucken. In der Oase, also quasi baden gegangen. Ah, da unten, okay. Sieht aus, als sei er tief hinabgesunken. Aber sieht nicht so aus, als hätte ein Nativer angegriffen. Nein, sieht eher aus, als sei er während der Flucht von hinten mit einer Klinge verletzt worden. Vielleicht. Vielleicht, okay, gehen wir zurück. Nach meiner Bitte erkundigen. Wir hatten Glück und haben ihn gefunden. Aber... Oh, vielen Dank. Bitte gib ihn mir zurück. Ist kaputt. Ja, hier. Okay. Oh, mein Schatz. Endlich bist du zu mir zurückgekehrt. Wie schade, dass auch der Speicher so stark beschädigt wurde. Aber mach dir keine Sorgen. Egal, was du bist, ich werde dich immer lieben. Für immer. Hey, Beatrice, richtig? Bist du dir sicher, dass das ein Nativer war? Engel, was machst du hier? Ich wusste nicht, dass du noch hier bist. Was soll die Frage? Ist doch offensichtlich... Naja, Messerchen, ne? Vertraust du mir etwa nicht? Diese Spur, das sah nicht aus wie das Werk eines Nativers. Du warst nicht da, Engel. Du warst nicht da. Ich schon. Mein Schatz wurde von einem Nativer getötet. Ich hab's mit eigenen Augen gesehen. Ich hab's gesehen. Ich bezahle dich, wie versprochen. Aber ich wäre dir dankbar, wenn du aufhören würdest, solche unsinnigen Behauptungen aufzustellen. Verschwinden wir von hier. Irgendwohin, wo uns niemand stören kann. Vielleicht besser nicht. So, ich würde gerne noch Digger, heißt er ja, sein Zeug übergeben. Oder sein Funknetzwerk will er ja aufbauen. Müssen wir einmal hier ins Ödland und uns dahin beamen irgendwie. Schon immer so Ballons? Naja, wer weiß es. Schnellreise. Das war ja er hier oben, ne? Genau. So, Digi, wo bist du denn, Digga? Irgendwo hier drin, ne? Redest du nicht mehr? Digga? Digga. Eve, schön dich zu sehen.
Entschuldige, ich war gerade in einem Gedankenexperiment. Vielen Dank für deinen erneuten Besuch. Was führt dich heute hierher? Junge, ich hab dein Zeug gemacht. Alles vernetzt, Mann. Perfekt. Eve, ich schließe jetzt die Konfiguration des Geräts ab. Ich brauche nur ein letztes Mal deine Hilfe. Schieß los. Eine simple Aufgabe. Du musst den Netzwerkcode eingeben und den Kommunikationsknoten aktivieren. Und ich werde für die Verbindung in den Standby-Modus wechseln. Alles klar, wenn du darauf bestehst. Wenn irgendwas schief geht, ist das nicht meine Schuld, verstanden? Ich weiß deine Sorge zu schätzen. Aber ich rechne nicht mit ernsthaften Problemen. Achso, wie ging das noch? Drehen, ne? Oh oh. Diggi. Wow. Was ist denn hier los? Digga, alles okay? Digga. Glück gehabt. Nur das Netzwerkgerät ist zerstört. Wie ist es gelaufen? Ich bin immer noch ich. Ich konnte nicht in den IoT-Modus wechseln. Allerdings hat sich nichts verändert. Meine Hypothese? Bedauerlicherweise verstehe ich jetzt noch weniger, was mit mir passiert ist. Was hast du denn erwartet? Wenn man bedenkt, was künstliche Intelligenz ist, herauszufinden, warum ein Bewusstsein entsteht, wird dir nicht helfen zu entscheiden, ob du ein Mensch bist. Ich denke, Adam hat recht. Versuch doch etwas anderes. Du könntest die Einwohner Zions beobachten während ihres Alltags. Allein machst du so kaum Fortschritte. Du hast vermutlich recht. Danke für den Rat. Ich breche bald auf, um etwas Neues auszuprobieren. Ich denke, ich will bei dir was kaufen, Diggi. Bleib mal hier. Junge, Piep. Alter. Okay. Der geht zwar los, aber wir können hoffentlich noch mal irgendwas Schönes kaufen, oder? Soll das etwa alles mit nach Zion? Nein, ich bin noch am Packen. Das wird noch mehr. Ich muss außerdem die optimale Route berechnen und einen spektakulären Reiseplan ausfüllen. Du nimmst das wirklich sehr ernst. Schade, ich hätte hier noch ein paar nice Bolzen. Was brauchen wir dafür? Okay, ein paar Teile. Du gehst schon? Ja, danke für deine Hilfe. Digga. Danke. Ich hoffe, dass wir uns wiedersehen. In Zion wahrscheinlich. Okay, ja, ich würde sagen, ich guck mal, wo ich jetzt hingehe. Mach jetzt hier erstmal ein Päuschen. Und dann machen wir noch ein paar Sidequests. Wahrscheinlich in der Wüste. Also, bis dann. Ciao.